Heute geht es um das The Walking Dead Spin-Off, wie das Team hinter Mass Effect 4 sehr community-nah arbeitet und wie man sich zum exklusiven Duschbag der Stadt macht. Ich bin Luke und das sind die Texcalibur News. AMC, die Producer der The Walking Dead Originalserie, haben jetzt, nachdem sie den Pilotfilm gesehen haben, grünes Licht für 2 Staffeln der bald erscheinenden Spin-Off-Serie mit dem inoffiziellen Namen Fear the Walking Dead gegeben. Darin soll es um eine andere Gruppe Überlebender gehen, die sich parallel zu unserer liebsten Crew um Rick Grimes durch Los Angeles schlägt. Die erste Staffel mit ihren 6 Episoden soll bereits Ende des Sommers anlaufen. Die Hauptrollen nehmen Kim Dickens und Cliff Curtis ein. Das Twitter-Profil des Executive Producers von Mass Effect 4, Ed McWalters Lives, ist im Augenblick voller Community-Wünsche zum Thema Story und Gameplay des anstehenden Mass Effect-Teils. Sie wollen eben genau das Spiel produzieren, das sich die Gamerschaft wünscht. Und daher fragte er direkt seine Zielgruppe, welche Neuerungen und Ideen sie haben. Böse Zungen mögen vielleicht jetzt behaupten, sie seien unkreativ. Andererseits sieht man daran doch erst, wie sehr sie ein wirklich, wirklich, wirklich gutes und angenehmes Spiel erschaffen wollen. Wenn ihr also Bock habt, mal etwas tiefer in die Materie der Entwicklungen dahingehend zu schauen, haben wir sein Profil in der Infobox verlinkt. Aktuell ist ja das Spring Forward Event von Apple in San Francisco und wie erwartet wurden dort schon gestern jede Menge neue Gadgets vorgestellt. Unter anderem auch das neue MacBook. Stimmt, ganz vergessen, es gab ja vor dem Air und dem Pro auch mal ein ganz stinknormales MacBook. Das neue ist nur 13 mm dick, wiegt weniger als 1 Kilo, fährt mit einem 12 Zoll Retina Display auf und hat nur einen einzigen USB-C Port. Ganz recht, USB-C und sonst nichts. Das bedeutet, da passt kein normales USB ran. Wenn ihr also das Ding kauft, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr es gerade aufladen wollt oder eine USB-C-Verbindung, welches Gerät das auch immer haben mag, aufbauen wollt. Natürlich könnt ihr auch für schlappe $80 einen Adapter kaufen und da habt ihr dann einen normalen USB-Port, HDMI und noch einen USB-C-Port, damit der Akku auch geladen werden kann, dran. Schön. Leistungstechnisch liegt es mit einem 2,4 GHz Prozessor vor dem normalen MacBook Air, was aber wiederum, genau wie das Pro, dieses Jahr noch ein Makeover mit schnelleren Prozessoren, besseren Laufzeiten, also Akkulaufzeiten und der neuen Force-Touch-Technik, die den Rechtsklick ersetzt, bekommt. Das MacBook ist also insgesamt eher eine extrem leichte und edle Version eines Surfbooks. Vermutlich am ehesten noch angebracht für Redakteure oder Leute, die ausschließlich surfen oder Texte schreiben oder Fashion-Blogger vielleicht. Die Kiste kommt im herkömmlichen Grau, Space Gray und Gold. Was auch in Gold kommt, ist übrigens die $18.000 teure Apple Watch Edition, die im Grunde alles das macht, was die $300-Version auch tut, aber sie ist halt aus Gold. Zusammen mit einem goldenen iPhone 6 Plus und dem iPad Air Retina auch in Gold machen sich diese 3 neu vorgestellten Geräte super, um, sagen wir, bei Starbucks einen Sojalatte zu trinken und Leute ohne iPhone zu verurteilen. So wie ich das gerne mal mache, ne? Auch wenn es nicht Gold ist. Was denkt ihr denn? Bin ich noch cool mit meinem Space Gray 6 Plus und dem MacBook Pro aus 2012? Und wie findet ihr, dass Mass Effect seine Entwicklung an der Community orientiert? Freut ihr euch auf das neue Walking Dead Spin-Off? Wenn ihr jetzt hier in der Mitte klickt, schenke ich euch die $18.000 Apple Watch. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vermutlich nicht. Nee, ganz sicher nicht. So viel Geld habe ich nicht. Hier links und rechts oben, da könnt ihr auf das kleine i klicken, also die Mobilnutzer, und könnt die beiden Videos hier antappen. Und die Browsernutzer können da wie immer einfach auf die Annotation klicken. Ich werde jetzt mal gucken, mein Geld aus den Sofaritzen krallen mal wieder und gucken, ob ich mir vielleicht irgendwas kaufen kann von Apple. Aber wahrscheinlich nicht, weil ich bin nämlich sehr arm. Schenkt mir Geld.